Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen bei einem neuen Try-On-Haul von mir. Heute wird es einen Shein Bikini Try-On-Haul geben und ich freue mich jetzt schon riesig. Ich wollte vorab etwas Kleines sagen und zwar habe ich meine Lampen hier gewechselt. Ich habe jetzt da oben Lampen und wenn ich das Ganze normal halte, bin ich gespannt, was ihr zu den Lichtverhältnissen sagt. Und ich glaube, das wird tausendmal besser sein als vorher. Deswegen bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich werde euch wie immer meinen Rabattcode hier einblenden, als auch unten in die Videobeschreibung schreiben. Und zusätzlich natürlich alle Bikinis, die ich euch heute zeige, unten in der Videobeschreibung reinsetzen. Ich putze jetzt nochmal kurz den Spiegel und dann geht's los. Spiegel ist sauber, ich würde sagen, wir können starten. Und zwar habe ich den ersten Dreiteiler an. Und ich muss ehrlich sagen, es wird einige Teile geben, die ihr als Dreiteiler kaufen werdet in diesem Haul. Allerdings auch einzelne Bikinis und so Überwürfe. Denn ich muss ehrlich gestehen, ich mag es am liebsten, ja, wenn ich irgendwo am Strand bin und irgendwas habe, was ich drüber ziehen kann. Egal, ob das jetzt wie in diesem Fall so ein Kleid ist, finde ich auch richtig, richtig schön. Also dieses Kleid finde ich übrigens richtig schön, weil es deckt ein bisschen was ab, aber auch nicht alles. Und der Bikini dazu passt einfach 1:1. Und ich finde das einfach so schön, Leute. Oh mein Gott, ich liebe es einfach. Das ist, glaube ich, jetzt, bevor der Haul gefühlt richtig gestartet hat, schon mal gefühlt mein Lieblings, ja, Dreiteiler-Set. Ich hätte das hier nicht so fest zuknoten sollen, sondern ein bisschen lockerer lassen. Es sitzt übrigens sehr, sehr gut, trotz dass ich 1,78 bin, muss ich sagen, finde ich es sehr, sehr gut vom Fit her. Ich habe übrigens in allen Bikinis Größe M genommen. Nur in den Überziehhemden, die ich euch gleich zeigen werde, habe ich die größte Größe genommen. Also egal, ob es XL oder L war, das werde ich euch aber dann ja entweder dazu sagen oder ihr seht sowieso unten in der Videobeschreibung. Das ist übrigens der Bikini nochmal ohne Überwurf so gesehen. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich hätte besser L genommen, was das Cup angeht. Dann hätte aber die Hose nicht gepasst und bei der Hose könnte ich nichts einstellen. Ich möchte hier auch nochmal sagen, dass die Bikinis, die ich wähle, immer sehr, sehr minimal geschnitten sind und nicht allzu viel Stoff haben. Also wenn das stört, bitte schaltet ab, weil besser wird es nicht. Ja, da wird nicht mehr Stoff zukommen, außer dass ich halt Überwürfe immer dabei habe, weil ich das persönlich sehr gerne mag. Das ist das nächste dreiteilige Set. Das besteht einmal aus diesem Wickelteil. Das knistert ein bisschen, aber ich muss ehrlich sagen, wenn man am Strand ist, am Pool ist, es ist so eine Geräuschkulisse, dass das keinem Menschen auffällt. Und dementsprechend finde ich das richtig süß. Ich liebe diesen Farbverlauf da drauf von diesen Blumen. Ich finde, das sieht so schön aus. Und der passende Bikini dazu ist in so einem wunderschönen Rosa. Und unten habt ihr die Möglichkeit, das Ganze so einzustellen, wie ihr wollt. Genauso wie von hinten. Das heißt, ihr könnt euch einen Tanga machen, aber das Ganze auch breit tragen. Je nachdem, was euch lieb ist. Ich habe eben übrigens vergessen dazu zu sagen, ihr habt hier Pads drin. Die könnt ihr natürlich auch rausnehmen. Das könnt ihr auch machen, wie ihr euch wohlfühlt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Pads gar nicht so schlecht, weil man sieht die halt nicht extrem. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal die Dreiteiler, dass ihr wisst, okay, das sind die Pieces, die gehören zusammen, die könnt ihr direkt so kaufen. Und danach kommen wir zu den einzelnen Bikinis, wozu ich euch die Überwürfe zeige, die ich selber dazu bestellt habe. Das ist nämlich einmal dieser Dreiteiler. Ich finde den wunderschön. Allerdings finde ich es ein bisschen schade bei dem Kleid, dass die Ärmel sehr kurz sind. Also da sieht das Ganze dann so aus. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich glaube, deswegen würde ich es halt einfach so nach unten hintragen. Seht ihr, was ich meine? Nee, sieht auch ein bisschen komisch aus. Also den Bikini an sich finde ich wunderschön, nur dieses Überziehkleid finde ich so gewöhnungsbedürftig und ich finde auch, dieses Kleid macht nicht so die krasseste Figur. Also dieser Einschnitt müsste hier an der Stelle sein, dass das hier ungefähr ist, dass die Figur so ein bisschen mehr snatched aussieht. Aber ansonsten finde ich den Bikini wirklich wunderschön. So sieht der Bikini dann nämlich nochmal ohne Überwurf aus. Auch wirklich wunderschön. Ich liebe es. Ich würde sagen, wir kommen zu meinem absoluten Favorite Vierteiler. Ich glaube, das würde ich auslassen, weil das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu warm am Strand. Aber das besteht einmal aus diesem Teil, aus dem Bikini, den zeige ich euch gleich nochmal separat, und aus diesem Rock. Ich glaube, ich würde das so machen bei diesen ganzen Sachen, die ihr so raffen könnt, dass ich unten einen Doppelknoten reinmache und dann die Dinger abschneide, weil das nervt mich. Ich mag das nicht. Also bei dem Rock, finde ich, geht es doch, aber bei den Kleidern, ich mag das gar nicht, wenn so irgendwas in der Mitte so raushängt. Deswegen würde ich das dann wegmachen. Aber ich muss sagen, ich liebe diesen Vierteiler. Ich finde den so hübsch. Es ist mal was ganz anderes mit diesen Schmetterlingen. Und falls ihr auf der Suche seid nach einem auffälligen, knappen Bikini, dann ist der auf jeden Fall was für euch. Und ja, ich mag dieses zum Überziehen auf jeden Fall extrem. Das ist der Bikini dann nochmal ohne den Überwurf. Der ist auch relativ knapp geschnitten. Also wirklich für Leute, die es gerne knapp mögen. Weil sonst wird es definitiv ein bisschen zu wenig für euch. Aber ich persönlich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Und auch hier sind wieder diese Einlagen drin. Die könnt ihr aber auch jederzeit rausholen. Jetzt sind es alles nur noch Bikinis. Und wenn ich so einen Überwurf drüber habe, bekommt ihr das Ganze separat. Ich habe nämlich drei Überwürfe und die werde ich euch jetzt nacheinander auch zeigen. Das hier ist einmal der erste. Und ich muss ehrlich sagen,
sagen, ich hätte nicht gedacht, dass der so perfekt sitzt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der Überwurf zu kurz wird, aber ist er gar nicht. Ich finde ihn wirklich richtig, richtig schön. Auch von der Länge her gefällt mir das sehr, sehr gut und auch von dem Material her. Es ist so kein kratziger, durchsichtiger Stoff, sondern wirklich super angenehm auf der Haut. Der nächste Bikini ist einmal dieser hier. Ich muss sagen, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dem Sitz halten soll, aber irgendwie sitzt der super weird. Das Oberteil an sich ist gar nicht mal so schlecht, aber das Höschen sitzt nicht so, wie ich es gerne hätte. Dementsprechend wird das absolut nicht mein Lieblingsbikini sein. Das ist, glaube ich, mein absoluter Favorite-Bikini. Ich finde diesen Druck so unfassbar schön. Das hier ist übrigens der Überwurf. Den bekommt ihr, wie gesagt, extra. Einmal in diesem wunderschönen Weiß. Ich finde, das sieht sogar fast durchsichtig aus. Aber ich finde, dieses Weiß passt einfach zu den meisten Bikinis. Egal, ob ihr gelb, sowas oder, keine Ahnung, bunte Sachen anzieht. Ich finde, Weiß passt echt wunderbar zu allen Sachen. Und vor allen Dingen, in Weiß wird euch nicht so schnell warm wie in schwarzen Überwürfen. Und so sieht das Ganze übrigens zusammen aus. Ich finde, das sieht wirklich wunderschön aus. Ich mag es auch richtig, richtig gerne. Das ist der Bikini dann ohne Überzug. Ich finde ihn wirklich wunderschön. Ich hätte ihn hier ein bisschen entspannter binden können. Aber ja, ich gehe jetzt nicht zum Strand. Von dem her ist mir das relativ egal. Aber sonst wirklich, Leute, ohne Spaß. Ich finde den so wunderschön, weil der einfach so gut sitzt, so angenehm auf der Haut ist. Also ich hatte bisher wirklich noch keinen Bikini von denen an, die ich euch jetzt gezeigt habe, wo ich gedacht habe, so... nee, irgendwie das kratzt, das ist unangenehm, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ein Bikini oder so ein Überwurfteil anhast und du denkst dir die ganze Zeit so, oh mein Gott, das juckt, das kratzt, das ist unangenehm. Deswegen absolute Empfehlung von mir bisher, die Bikinis von Shein. Das ist auch kein Set, also das ist auch einmal dieser Überwurf in so einem wunderschönen Pink und dann einmal dieses Bikini-Oberteil und dieses Bikini-Unterteil. Ich finde, das sieht wirklich richtig schön aus, das Set. Und vor allen Dingen mag ich das Detail, dass ihr die Hose somit verstellen könnt. Ich wünschte, es würde mehr Bikini-Hosen geben, die so einzustellen sind. Weil ich finde das Ganze viel einfacher als dieses Knotenbinden. Ich hasse das meistens. Und für die Leute, die es interessiert, ich binde meine Bikini-Oberteile immer so rum, weil ich das so persönlich einfach lieber trage als normal. Aber ich habe auch manchmal Tage, wo ich mir denke, okay, binden wir es normal. Dementsprechend mache ich das halt einfach nach Gefühl. Aber ich finde den Bikini an sich wirklich wunderschön. Das ist der nächste Bikini und ich muss sagen, ich liebe ihn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn so sehr mag. Das Unterteil ist so schön geformt, Leute. Ich mag es einfach sehr, weil ihr könnt das selber halt einstellen, so wie die letzten, die ich euch hier gezeigt habe, auch. Und das Oberteil ist so schön blickdicht. Ihr habt übrigens, wenn ihr das normal tragt, hier oben so einen Silberring drin, den ihr halt hier eigentlich an der Stelle habt. Aber ich finde es auch so rumgebunden wirklich richtig, richtig schön. Darüber würde ich auf jeden Fall diesen weißen Überwurf ziehen, damit man so ein bisschen... ja, bedeckt ist, wenn man das überhaupt so nennen kann. Aber ja, ich mag den Bikini wirklich sehr und ist auf jeden Fall absolut mein Favorite. Dann kommen wir zum vorletzten und meiner Meinung nach mit unter anderem coolsten Bikini überhaupt. Und zwar ist es in diesem Gelbton. Ich weiß nicht warum, ich mag Gelb mittlerweile einfach sehr. Und ihr habt so ein Bodychain hier. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr das weiter unten hängen wollt oder ob ihr diese Teile so ein bisschen nach hinten schiebt, dass das einfach mittiger sitzt. Ich finde, das sieht einfach so schön aus. Das ist übrigens an dem Unterteil schon dran. Also dementsprechend müsst ihr euch da nicht stressen. Ich würde allerdings den Ring annehmen, das befestigt ist, ein bisschen kleiner machen, dass das an der Stelle bleibt, wo ihr es einstellt. Weil wenn nicht, rutscht das mit der Zeit so ein bisschen runter. Aber an sich, ich liebe es einfach sehr. Sieht super, super schön aus. Der letzte Bikini, den ich mir ausgesucht habe. Und ich dachte erst, der wäre aus so einem Stoff-Rip-Material. Aber der ist aus einem ganz normalen Bikini-Stoff. Und ich finde, er sieht so cool aus. Das Höschen ist nämlich einmal so geschnitten, dass ihr einmal diese zwei Dinger hier habt und auf der anderen Seite einmal das eine Ding. Und ich finde, das ist so schön geschnitten, Leute. Ich bin einfach, ich mag diesen Bikini wirklich sehr, weil es ist mal was ganz anderes. Und ich finde, auch dazu passt dieser weiße Überwurf einfach perfekt. Also wenn ihr euch nicht für eine Farbe entscheiden könnt bei dem Überwurf, nehmt einfach weiß, Leute. Das passt wirklich zu allem. Also ich muss ehrlich gestehen, ich werde euch hier ein Bild einblenden, wie das Ganze getragen aussieht. Weil das ist mir dann doch ein bisschen too much. Also ich habe zwar ein Bikini drunter, aber nee. Ihr bekommt ein Bild eingeblendet, das tut mir leid. Das ist ein bisschen sehr revealing. Auf jeden Fall ist es sehr schöne Unterwäsche, was diesen Kleidern ähnelt, die relativ teuer sind. Also ihr solltet unten vorbeischauen. So, ihr Schönen, ich würde sagen, das war's von mir mit dem Try-On-Haul. Ich hoffe wirklich, dass der Haul euch gefallen hat. Das war, glaube ich, nach langer Zeit das erste Mal wieder ein Shein-Try-On-Haul, weil Unterwäsche werde ich nicht für euch anziehen. Ich habe es auch gerade wieder gemerkt, das ist mir einfach too much. Und ja, Bikinis ist für mich in Ordnung, für meinen Mann, wie gesagt, auch. Aber Unterwäsche ist so... das ist so, diese Hemmschwelle ist mir da noch ein bisschen zu groß. Deswegen werde ich euch da immer Bilder einblenden oder halt die Sachen unten verlinken, je nachdem, was für ein Video es ist. Und ja, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich bin übrigens heute mal ein bisschen anders geschminkt als sonst und mir gefällt es irgendwie sehr.
Ich mag sehr. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und den Code findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genauso wie alle Sachen, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Genauso wie dieses Teil, was ich euch nicht ganz gezeigt habe. Aber ihr findet es auf der Website und ich habe euch ein Bild eingeblendet. Es ist wirklich sehr, 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 sehr sexy. Und dementsprechend, ich mag es sehr. Aber ja, das war's mit dem Video. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch alle Benachrichtigungen bekommt. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.